Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Projekt. Vielleicht wird es ja nur angespielt, mal sehen. Ich hatte ja nämlich so wirklich die Lust auf Wasti Lake, aber eine besondere Person wünscht sich das. Ja, und dann gucken wir es uns mal an. Ich hoffe, es wird nicht wieder so verrückt wie die letzten Teile. Aber diesen Teil kenne ich tatsächlich nicht. Bei Pavadexien, Sandswoben. Dann gucken wir uns so ein Mannszimmer mal an. Ich kenne es gar nicht. Ich bin jetzt echt gespannt, was mich erwartet. Wo bin ich hier? Gute Frage. Ruf mich auch gerade, was ich so eigentlich mache. Aber okay, ihr kennt es. Es ist einfach verrückt. Part 1, das Schlafzimmer. Okay. Interessant. Puh, Mobile. Okay. Du ohne Licht ist fehlende Teil. Unerreichbar. Oh, da steht ein Hexebesen. Mit dem müsste es funktionieren. Jawohl. So ein bisschen erfahren sie mal. Ein Zahn. Ah, ein Schlüssel. Okay, noch ist es harmlos. Schau mal, was uns erwartet. Zwischen die Muscheln, aber man kann es nicht erhalten, dass sich die Muschel nicht öffnet. Okay, dann machen wir mal das Fischchen durch hier. Okay. Und nun? Ah, okay. Wahrscheinlich brauche ich jetzt einen Delfin, einen Fisch. Ah, das geht aber nicht auf, oder? Doch. Ist doch gut, wenn man ein bisschen erfahrener drin ist, ne? Okay. Das ging ja fix. Wir haben einen gelben Zettel. Was auch immer da drauf steht, wir werden es sehen. Ist da noch irgendwas? Nein, ne? Habe ich hoffentlich alles. Ich irre wahrscheinlich eh wieder drum wie so ein. Interessant. Jetzt gehen wir die Wille Buch. Okay. Van Gogh. Ist es ein Familienfoto? Das sieht er noch aus. Er sieht aus wie ein Junge, der Puppe ähnelt. Welcher Puppe? Gibt es da eine Puppe? Okay. Mit höflichem Aussehen. Okay. Ah, das ist noch ein Zettel. Okay. Ah, Mauseloch, Hallöchen. Okay. Der will irgendwas. Irgendwas. Wird schon wieder verrückt. Noch ein Zettel. Ah, da brauchen wir ein Code, okay. Weiß ich noch nicht, da habe ich noch keinen Plan. Und was ist das? Pilz, Zahn, Stroh. Mond, Spinn. Okay, die haben scheinbar all was damit zu tun und das müssen wir irgendwie sortieren. So sehe ich das. Und da brauchen wir was zum Eipflanzen. Ein Zahn wird nicht mehr wachsen. So, ein Mantel, ein grüner Zettel. Okay, Enzelraute für das, ja, das Buch will die Pilze. Okay. Ah, Käse. Ich vermute Armbildkäse. Aber da brauchen wir auch einen Code. Da kann kein Strom funktionieren. Seht ihr das? Hm. Da ist voll Strom drauf, ne? Und die kennen FI-Schalter. Hm. Verschlossen, warte. Was auch immer, da haben wir mir schwant nichts Gutes. Das wird mit Sicherheit noch blutig. Okay. Für das Buch. Was soll denn das jetzt sein? Warte mal, grün. Käse, Apfel, Totenkopf, was? Spinnen.
Die Maus träumt von Käse, Auge, Tote, Kopf und Äpfel. Und eine Pille oder was soll das sein? An das denkt die Maus und dann stoßt sie auf eine Spinne. Und irgendwie sind da Zahnbuchstaben. Mhm. Ne, gelb zuerst. 0108. Sehr gut, Käse. Okay. Okay, da muss ich aber erst mal die Stromleitung reparieren. Aber irgendwas sind doch diese Pfeile zu bedeuten. Warte. Kontradiktion. Was heißt das? Kontradiktion. Okay, warte mal. Wahrscheinlich du. Das Kreuz machen wir gleich noch hin. Zack. Okay, versuchen wir es. Und T gibt es eins, ja. Kontra. Dick sieht gut aus. I. Dick. T. Kontra. Dick. Danke. Gut, das geht ja fix. Okay. Das. Ihr wisst, was ich tun muss, ne? Das sehe ich jetzt schon. Guckt. Die Naht an, aber mit dem Hammer wird es wohl nicht gehen, oder? Nö. Das wäre ja jetzt auch wirklich albern. Okay. Brauche ein Messer. Ich sehe es schon. Und da brauche ich was zum Eipflanze. Zahnbuch, Hammer, das wird nichts. Aber die wollte Buch. Dann gebe ich mal das nur. Und ich habe Klebeband. Was ich damit mache, ist klar. Die Maschinen repariere. Ich habe keinen Strom abgeschaltet dazu. Ne? Es geht einfach so. Denkt nicht drüber nur, okay? Weil nicht alles muss logisch und schlüssig sein bei dem Spiel. Okay. Wie war das 0198? Warte mal, immer nur die Bilder. Der muss ich ja auch ausstechen, das sehe ich jetzt schon. Und er will irgendwie einen Löffel. Das Kind heilt. Die Mutter lacht. Naja, ich weiß nicht, ob ich lache, Date, wenn der. Naja. Okay, null. Käse ist 0198. Und was für Zutaten Donheim müssen, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ein Fliegepilz. Irgend so Giftmischung. 0198. Kann das sein, dass der Käse auf dem Kopf steht? Da war doch vorhin rechts unten, oder? Wenn ich das jetzt... muss ich da null hier machen? Das wäre so typisch Rastilek. 0198. Ach nicht. Vielleicht Sechser? Yes! Ah, guck, ich habe Käse. Okay, dann geben wir der jungen Hand mal ein bisschen Käse da im Mauseloch. Verrückt, oder? Die passt so stylisch, handgezeichnet, so gar nicht nein, oder? Das ist irgendwie total fehl am Platz, aber okay. Bitte schön. Was kriege ich denn für den Käse? Hallo? Samen. Okay. Samen. Den Samen, die tupfen wir da mal ein. Oh, ein Apfel. Die Maus, warte, die wollte Käse. Ein Apfel.
Ach, dem sei ach. Und ein Totenkopf. Wahrscheinlich die Giftmischung da. Vermutlich. Okay, dann geben wir mal Raum unter Apfel. Hallo? Möchtest du einen Apfel? Bitte? Noch ein Samen. Ein grauer Samen. Okay. Bis jetzt ist es so recht easy, aber wir haben ja auch ein bisschen Erfahrung in dem Spiel. So wirklich schocken kann uns nichts mehr. Ach, und aus einem grauen Samen weg. Ich muss auch mal ein paar graue Samen, da spare ich einen Haufen Geld. Löffel sind teuer. Ein paar graue Samen, sehe, ob ein Löffel rauswächst. Boah, jetzt wird's eklig. Ich sehe es jetzt schon. Wo ist es? Boah, ich will es gar nicht machen, nicht wirklich. Mäuslein, was willst denn du mit dem Augapfel? Ich sag euch, wenn später du Rad rausguckt, ich kreisch, ne? Also hebt euch die Ohren zu, wenn er eine sieht, Ohren zu hebe. Du willst den Augapfel nicht? Doch. Was krieg ich denn jetzt? Ein Schlüssel. Regalschlüssel. Okay. Ich brauche nämlich noch ein Messer. Ja, es ist nett. Okay, gibt es noch irgendwo was, was verschlossen war, du, ne? Okay. Wir ermorden mal schnell eine Puppe. Warte, Eva. Fingernägel. Okay. Glasfragmente. Oh, es ist einfach verrückt. Okay. Wahrscheinlich muss ich so Fingernägel rein tun. Und einen Zahn. Ne. Was sehe ich noch? Pilz. Halt. Ah, das funktioniert. Pill. Halluzinogen. Ja gut, es war immerhin ein giftiger Pilz, ne? Aber warum die Fingernägel du mit der Rolle spielen, ist mir ein Rätsel. Was? Krieg ich gerade Gänsehaut. So. Okay. Pilzchen. Haare. Wahrscheinlich muss ich jetzt Haare und einen Zahn, ne? Nur, was da wohl rauskommt aus der Maschine. Aus dem Mixer. Okay. Komm. Nützt ja alles nichts, ne? Wir sind aufs Schlimmste vorbereitet. Noch ein Pill. Gift. Oh ne, oder? Das ist doch kein Mauseloch. Aber gut, mit Rattegift kriege ich auch eine Maus tot, so ist es nicht. Ist eine Maus. Alles gut. So. Und jetzt, was mache ich mit der? Ich den Mixer, du. Speichern abgeschlossen. Jetzt mache ich mir den Glassplitter. Ich brauche nur noch irgendeine Kombination. Mache ich mit der Maus?
Bademode, Pill, Pill, tote Kopf, dann ist sie tot. Und da ist eine Spinne. Da war irgendwo Spinne. Spinne habe ich noch keine gesehen, aber Spinnennetz. Vielleicht. Okay. Was mache ich jetzt mit der Spinne? Glas, ein Hammer und eine Spinne. Es erschließt sich mir jetzt gerade nicht, was mit der Spinne machen soll. Macht keinen Sinn. Vielleicht war die Spinne, oder? Noropil. Ja, beim seelischen Dieke, aber die Maus ist tot. Mausetot. Die Maus ist mausetot. Es gibt keine weitere Reaktion. Wer möchte denn die Pille? Uah. Ja, genau. Das sieht mir ganz sympathisch aus. Mit Stoße. Sie will so, okay. Bitte. Ruhig, ich zu. Alter. Flammi, töte dich. Echt. Lass ich mal das Spiel dir zu lieb nur machen. Hallo, Isa. Das Kind, ne? Boah, sieht scharf noch auf dem Bett. Die Tür jetzt auf, kann ich raus? Bitte, ich will raus, ich will hier raus. Ja, genau, sag ich. Okay. Wenn ich es ist jetzt wieder ruhig. Auch wenn die jetzt kopflos ist. Passt irgendwie zu Halloween, ne? Leere Tasse. Willst Flüssigkeit in der Tasse? Da willst du mal die Pille wieder geben? Okay. Ist es irre. Ja, was meint der in die Tasse? Nein. Kann ich die da unten drunter stellen? Ich habe eigentlich alles gemacht. Ah, da ist noch was. Was ist das? Ein Schaffen deiner selbst oder wie auch immer. Soll ich dir die Tasse geben? Bei wie viel Minuten sind wir denn 19? Okay. Ich versuche noch herauszufinden, was es dort mit auf sich hat. Bis jetzt ging es ja soweit ganz easy, ne? Verrückt, verrückt. Aber ich glaube, da haben wir alles gemacht. Ja, der weint. Sie sieht aus wie so ein Tropfen, ne? Den sie haben will. Aber
Ich hab nichts mehr. Hab ich doch noch was? Ne. Ich hab nur noch einen Hammer, eine Tasse. Der rote Kopf mitgenommen. Liegt der da irgendwo? Gruselig, wie der aussieht. Du bist doch keine Mutter, du bist doch im Zustand. Ich kann die Pille aber nicht aufnehmen, das ist mein Problem. Die fehlen Blutstropfen. Da kann ich nichts mehr tun. Okay. Okay, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Es fällt uns bestimmt ein, was wir machen können. Ich finde es wieder total verrückt. Aber okay, ich glaube, dieses geht auch nicht so lang, das Projekt. Von dem her sind wir bis Halloween vielleicht durch, keine Ahnung. Okay, ich danke euch für eure Zeit, fürs Zusehen. Und bis bald. Ciao, ciao.